Ja, Laute, wie gesagt, gibt es eine extra Disziplin, die Phonetik. Und hier ist so ein kleines Schema, was alles zur Phonetik gehört. Und da kann man auch gleich sehen, wieder, wie die Kommunikation mit den Lauten eigentlich abläuft. Das erinnert nämlich so ein bisschen dieses Schema an das Kommunikationsmodell. Gibt es irgendwie auch sowas wie einen Sender und einen Empfänger. Die Abbildungen als Quellenangabe, das ist aus meinem Buch Italienische Sprachwissenschaft. Gut, es geht hier nicht um Italienisch, aber was mit der Lautsprache zu tun hat, das ist natürlich in allen Sprachen relativ gleich. Also, wir haben hier die drei Bereiche, abgebildet sind hier die drei Bereiche, mit denen sich die Phonetik beschäftigt. Drei Unterabteilungen der Phonetik, die artikulatorische Phonetik, die sich mit dem Erzeugen der Laute beschäftigt, die akustische Phonetik, die sich mit den Lauten an sich und die Übertragung der Laute beschäftigt und dann die auditive Phonetik, die sich mit dem Verstehen von Lauten beschäftigt. Und da haben Sie jeweils immer hier auf der einen Seite neuronale Prozesse, also was da für Laute gebildet werden, wird im Gehirn irgendwie vorbereitet zumindest. Die Lautbilder sind da entsprechend abgespeichert und die dazugehörige Motorik und so. Dann kommt es zur Phonation oder Artikulation. Da werden die Laute jetzt hervorgebracht. Ja, dann verbreiten sich diese Lautwellen als Schallwellen durch den Raum. Wie diese Schallwellen beschaffen sind, das ist eben Angelegenheit der akustischen Phonetik. Man untersucht dann eben genau diese Schallwellen, die kann man aufnehmen und sichtbar machen. Gucken wir uns gleich auch noch an. Da gibt es entsprechende schöne Abbildungen dazu. Und treffen die eben auf das Ohr. Da findet diese sogenannte Reiztransformation statt, die man Hören nennt. Und die löst wiederum neuronale Prozesse aus. Und dann versteht man, was gesagt wurde. Und mit diesem letzten Bereich, dem Hören und Verstehen, beschäftigt sich die auditive Phonetik. Kann man sich leicht merken. Artikulation, artikulatorische Phonetik, das passt dann schon. Akustik, das, was mit dem Schall zu tun hat und auditiv, was mit Hören zu tun hat. Genau, aber Hören und Verstehen sind natürlich gemeint. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal so den artikulatorischen Aspekt an, also wie kommt es zu den Lauten? Dazu habe ich hier alles, was daran beteiligt ist, mal aufgezeichnet. Atmungs- und Artikulationssystem steht hier. Ja, das fängt unten an bei dem Zwerchfell, was dafür sorgt, dass Luft aus der Lunge herausgedrückt wird. Also immer, wenn wir Laute von uns geben, fließt Luft aus der Lunge. Also wir werden gleich noch sehen, es gibt Laute in exotischen Sprachen, die anders gebildet werden, wo keine Luft aus der Lunge fließt. Aber so in unseren Breiten ist es so, dass immer Luft aus der Lunge fließen muss und dann irgendwas passiert. Also Sie haben das Zwerchfell und das presst auf die Lunge, dann kommt die Luft raus durch die Luftröhre und trifft auf unseren ersten wichtigen Artikulator, die sogenannte Glottis. Stimmlippen oder Stimmbänder genannt. Wissenschaftlich bevorzugt man oft den Ausdruck Stimmlippen, weil das eben auch so ein bisschen so aussieht, wie so Lippen aufeinander treffen. Stimmbänder, ja, mehr so umgangssprachlich, auch wohl aufgrund des Aussehens, aber meistens sieht man die ja nicht. Und diese Stimmlippen
befinden sich im Kehlkopf. Steht da auch die Glottis, Stimmritze. Ja, Stimmritze ist auch so eine Hilfsübersetzung, weil Glottis ein Singular ist. Und dann ist es vielleicht besser, als mit Stimmritze zu übersetzen. Aber Stimmritze ist in Deutschland ein sehr ungewöhnliches Wort. Befindet sich im Kehlkopf. Da strömt die Luft durch. Und jetzt kann man da schon einige Sachen damit machen, mit der Luft. Man kann vor allen Dingen, das Wichtigste, man kann diese Stimmlippen mit der durchströmenden Luft zum Schwingen bringen. Da gibt es einen Effekt, immer wenn sich eine Enge irgendwo bildet und man da irgendwie Luft durchbläst, dann können da Schwingungen entstehen. Das nennt man den sogenannten Bernoulli-Effekt. Bernoulli-Effekt. Bernoulli ist ein französischer Physiker gewesen. Man sagt in Deutschen dann auch oftmals Bernoulli-Effekt, aber Bernoulli-Effekt klingt natürlich völlig ungebildet. Der Herr hieß also Bernoulli. Das kennen Sie auch von Musikinstrumenten. Bei Holzblasinstrumenten haben wir das so, dass der auch eintritt. Dass da das, also in diesem Mundstück, also zwei Schilfrohrblättchen so näher beieinander sind, wenn da Luft durchströmt, geraten die in Schwingungen und man hört einen Ton. Und so funktioniert das hier in der Glottis auch. So, die Blechblasinstrumente funktionieren. Da sind die Lippen, diese Enge, wo die Schwingungen entstehen. Aber gut, müssen wir ja nicht vertiefen. Also jetzt hier in der Glottis, man muss dazu Vibrationen, die können Sie auch, die können Sie nicht nur hören, sondern auch fühlen. Wenn Sie also irgendwie die Glottis zum Schwingen bringen und Ihre Hand an den Hals legen, dann merken Sie die Vibration. Und dadurch haben wir also erstmal schon mal einen Ton. Und diesen Ton kann ich dann noch modellieren, indem ich irgendwelche anderen Artikulatoren zu Hilfe nehme, insbesondere im Mundraum. Und da sehen Sie die Artikulatoren. Das ist zum einen die Zunge, auch Lingua genannt. Und das Gegenstück zur Zunge ist dann meistens irgendwie am Gaumen. Da haben wir erstmal den weichen Gaumen, auch Velum genannt, den harten Gaumen, Palatum genannt und dann gibt es vorne die Zähne, hinter den Zähnen noch so ein bisschen was anderes, was ich jetzt hier gar nicht entdecke, komischerweise, nämlich die sogenannten Alveolen, Zahndamm, ne, wo die Zähne befestigt sind, hinter den Zähnen, da sehen Sie noch, bemerken Sie noch so einen Rand halt irgendwie, der wird auch gerne benutzt, dem kann sich die Zunge nähern und dann irgendwelche Dinge tun. Und schließlich die Lippen, die man natürlich auch noch als Artikulatoren benutzen kann, diesmal meistens ohne die Zunge. Dann nach hinten am Ende des harten Gaumens befindet sich das sogenannte Zäpfchen oder Uvulum, was auch noch Verwendung findet. Ich habe hier das nochmal anders dargestellt. Da sind rechts immer die lateinischen Namen, Labium für Lippe, Dentes für Zähne, Alveolen, da haben wir jetzt den Zahndamm, die Nummer 3 ist das, also hinter den Zähnen. Kleine Mulde ist eigentlich Alveolus, genau. Ja, dann gibt es nochmal dahinter eine Stelle, der sich die Zunge nähern kann. Dann der harte Gaumen, Palatum, Velum, weicher Gaumen, Uvulum, ist das Gaumenzäpfchen und die Stimmritze, Glottis, da ja, ist auch noch erwähnt. Und dann haben wir noch bei der Zunge zwei Möglichkeiten. Ich kann mit der Zungenspitze irgendwas machen, was nennt man dann apikal, weil Apex die Spitze ist. Und dorsal kann mit dem Zungenrücken irgendwas machen. Und was werden wir dann noch im Einzelnen sehen. Da haben wir die verschiedenen Stellen, an der die Artikulation eine Rolle spielt. Ich habe jetzt noch den Nasenraum nicht erwähnt. Ich
Sie sehen da hinten das Gaumensegel, also nicht umsonst Gaumensegel, das kann man irgendwie so hin und her klappen, also das ist ein weichen Gaumen. Und da kann man halt den Zugang zur Nase verschließen. Das ist auch ganz unabhängig von der Sprache wichtig, denn wir wollen ja nicht, wenn wir essen, dass das Essen in die Nase kommt. Und deshalb ist es ganz gut, wenn wir Nahrung aufnehmen, dass wir das da hinten verschließen. Das kann man aber auch relativ bewusst steuern. Und dann kann man die Luft einmal durch die Nase fließen lassen, einmal nicht durch die Nase fließen lassen. Das heißt, wir können Laute bilden, bei der so ein nasaler Anteil noch dabei ist. Und das ist auch noch eine Möglichkeit. Die klingen dann eben anders als die, bei der der Durchgang durch die Nase nicht möglich ist. Ja, genau. Und das Einfachste ist, wenn wir also Luft durch die Glottis schließen lassen, dann durch die Verengung der Glottis diese Schwingungen herstellen und den Mund weit aufreißen, dann haben wir das ist also ein ganz einfacher Laut. Und wenn wir den Mund zumachen, dann, Sie haben eine Frage? Nee, Luft- und Speiseröhre ist weiter unten, die Trennung ist weiter unten. Ja? Also die Glottis ist oberhalb des Kehlkopfs. Warten Sie, kann man das auf der Abbildung sehen? Nee, kann man nicht gut sehen. Ja, also zur Speiseröhre sage ich jetzt mal nichts. Das ist dann nicht mehr mein Feld. Dann gucken Sie mal bei der Anatomie nach, aber ich kann mich da auch nochmal schlau machen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, Ström durch die Nase, genau. Und also wenn ich einfach den Mund aufmache, dann strömt erstmal nichts durch die Nase, sondern ich kann einfach sagen. Gut, wenn es durch die Nase strömt, dann wäre es aber. Und das Gegenteil dazu ist natürlich Mund zu. Da hört man nichts. Wenn ich dann aber die Luft wiederum durch die Nase strömen lasse, dann höre ich und damit haben wir eigentlich schon mal so das erste perfekte Lautpaar. Und das ist Amma oder Mamma. Amma, Mamma, 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 Mamma. Das ist also Mund auf, Mund zu. Und das ist tatsächlich so das Erste, was Kinder nach dem Schreien dann äußern. Und das ist auch der Grund, warum überall auf der Welt die Mutter Mama oder Amma heißt. Das liegt einfach daran, die Kinder sprechen dann sozusagen ihr erstes mehr oder weniger artikuliertes Wort. Und die Mütter beziehen das natürlich zuerst mal auf sich. Sagen, das kann ja nur ich sein. Nur ich kann gemeint sein. Das liegt so ein bisschen in der Egozentrizität der Menschen. Und deshalb sind sich alle Menschen einig, dass die Mutter irgendwas mit Mama oder Amma sein muss. Und so ist das dann auch überall auf der Welt. Also wir werden keine Sprache finden, wo das irgendwie sehr anders heißt. Na, wo es nicht zumindest eine Variante des Mutterworts gibt, die irgendwas mit A und M zu tun hat. Später gibt es dann noch andere Laute. Also irgendwann verstehen die Kinder das auch mal mit dem Verschließen des Mundes ohne das Gaumensegel umzuklappen, dann kommt dann eben sowas vielleicht wie pap, 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 pap raus, was dann unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Essen oder vielleicht Vater oder so. Und das geht natürlich dann auch etwas später. Das ist also auch eine relativ frühe Lautkombination und bekommt dann auch entsprechend eine Bedeutung zugewiesen. Ja, wir bleiben vielleicht noch ein bisschen bei der Situation, wo der Mund auf ist, also bei den Vokalen. Denn die Vokale zeichnen sich dadurch aus, dass wir immer Luftstrom mit Glottisschwingungen haben. Also es gibt sozusagen keine stimmlosen Vokale,
Gut, die gibt es auch in manchen Sprachen, aber das ist dann ganz seltsame Sonderfälle, sogenannte Flüstervokale, die kommen bisweilen vor. Also in so exotische Sprachen wie Französisch. Aber das sind marginale Erscheinungen. Ja gut, es hängt von der Sprache ab. Im Französischen sind sie wirklich sehr marginal. Und da gibt es dieses berühmte Phänomen, wenn die Äußerung mit Vokal aufhört, dann lässt der Sprecher oft die Stimmgebung weg, aber die Luft strömt noch weiter. Dann hört sich das so verhaucht an. Also sagen, plü, plü. Also das hört sich dann an wie plü plus H für uns. Aber da ist kein H, sondern es wird einfach die Glottisschwingung ausgesetzt und die Luft, der Luftstrom geht weiter. Plü. Das gibt es auf Französisch. Es gibt noch andere Sprachen, wo tatsächlich solche Flüstervokale auch Bedeutung haben können. Zum Beispiel im Irokesischen, in einer irokesischen Sprache zumindest, mit der ich mich mal beschäftigt habe, gibt es diese Flüstervokale, wo dann plötzlich ein Vokal ohne Stimmgebung gesprochen wird und sich das dann so anhört, als würde da noch ein Vokal geflüstert werden, den man nicht so richtig versteht. Aber normalerweise ist es so, dass wir bei den Vokalen immer Stimmgebung haben und die Stimme dann dahingehend moduliert wird, dass man mit der Zunge an verschiedenen Stellen sich dem Gaumen nähert. Beim A überhaupt nicht, aber beim I merkt man schon, die Zunge ist relativ weit vorne oben. Beim U ist die Zunge weiter hinten. Also dieses Dreieck, was ich da eingezeichnet habe, gibt immer die ungefähre Zungenstellung wieder. A, E, E, I. Hinten dann U, U, O, O, A. U, O, O, A. Dazu kommt noch, dass die hinteren Vokale hier alle mit Lippenrundung gesprochen werden. Die vorderen Vokale, zumindest die, die hier stehen, ohne Lippenrundung. Es ergibt sich also ein solches Dreieck, das dann gerne auch als Vokaldreieck bezeichnet wird, weil es halt so aussieht und die wichtigsten Grundvokale beinhaltet. Wobei man davon ausgeht, in den Sprachen der Welt, dass immer wenigstens A, I und U vorhanden sind, also eine Sprache, die nicht die Vokale A, I und U hat, ist irgendwie merkwürdig. Da können Sie natürlich gleich sagen, Moment, das Japanische hat doch überhaupt kein U, sondern nur ein ungerundetes U, also das mit breiten Lippen gesprochen wird. Und in der Tat, das ist auffällig. Das dürfte eigentlich nicht so sein. Also hintere Vokale haben eigentlich immer die Tendenz dazu, gerundet zu werden. Und dass dann plötzlich hinten nur ein ungerundeter Vokal vorhanden ist, das wirkt irgendwie unnatürlich. Und tatsächlich, also man weiß es nicht genau, wieso das kommt im Japanischen. Also es gibt so Vermutungen, dass das mit irgendwelchen Tabu-Erscheinungen vor alter Zeit zu tun hat, dass man da irgendwas gegen Lippenrundung hatte, das unfein galt und so. Da können schon mal solche Dinge passieren. So, aber neben den Grundvokalen gibt es natürlich noch viele andere. Ich habe hier mal versucht, eine möglichst vollständige Darstellung der Vokale, die es so gibt in den Sprachen der Welt, zu machen. Das basiert auf einer Veröffentlichung der International Phonetic Association, das sogenannte IPA-Vokal-Trapez. Da ist dann kein Dreieck mehr, sondern ein Trapez, weil unten es verschiedene A's gibt. Und ja, wie gesagt, das ist eine relativ neue Darstellung von 2005, aber Sie sehen, auch da gibt es noch so kaum sichtbare in Grau. Das sind nämlich nicht offizielle Varianten, die es möglicherweise auch gibt. Und Sie müssen sich vorstellen, alle paar Jahre tritt die Internationale Phonetische Gesellschaft zusammen zu einer internationalen Tagung und erweitert das System wieder. Und es gibt halt immer mehr. Ja, immer mehr Laute, in diesem Fall immer mehr Vokale. Ja,
Und Sie sehen, die werden tatsächlich auch aufgeteilt nach dem Ort, wo sie artikuliert werden. Nämlich vorne, Front, sehen Sie da, in der Mitte, Sample, und hinten, Back. Und dann gibt es immer noch so Zwischenstufen. Und Sie sehen nach unten, Vowels at right and left of bullets are rounded and unrounded. Also wo da so ein Punkt ist, da sehen Sie bei links eine ungerundete Variante und rechts eine gerundete Variante. Und Sie sehen, es gibt vordere gerundete und ungerundete Vokale. Also neben dem I auch das Ü, was hier wie so ein Y transkribiert wird. I, Ü. Ne? Ü vorne und gerundet. E, Ö, genauso. Das durchgestrichene O ist ein Ö. Und dann haben wir Ä, Ö. Ne? Auch wieder so eine. Ja, Sie haben eine Frage? Abkürzung IPA. Habe ich doch, glaube ich schon, habe ich vielleicht nicht erklärt. International Phonetic Association. International Phonetic Association. Das ist diese Gesellschaft, die sich um die internationale Lautschrift kümmert, die dann auch oft einfach nur IPA genannt wird. Es ist aber die Lautschrift der International Phonetic Association. Manchmal, insbesondere im Kreise der Romanisten, wird das auch API abgekürzt, weil die Einrichtung ursprünglich, das ist schon im 19. Jahrhundert gegründet worden, Association de Phonétique Internationale hieß. Und damals im 19. Jahrhundert war Französisch die internationale Sprache. Das waren zwar lauter Briten, die da gegründet haben, aber sie haben das dann auf Französisch benannt und heute nimmt man aber meistens den englischen, die englische Abkürzung. Also IPA, International Phonetic Association. Und ja, die macht diese Festlegungen, also insbesondere, welche Zeichen zu verwenden sind. Na, also Sie sehen, Sie haben da jetzt eine bestimmte Festlegung, die sich dann auch nochmal vielleicht wieder ändert und im nächsten Jahr dann anders ist. Zum Beispiel hatte man früher ein anderes Omega genommen. Und dann hat man, haben die IPA-Leute gesagt, ja, wir nehmen aber lieber dieses Omega. Ja, also IE, wir waren bei Ä, Ö, und dann haben wir hier noch so ein halboffenes Ä, Ä, Ä. Und da gibt es keine gerundete Variante, also jedenfalls bisher hat die nicht so eine große Rolle gespielt, vielleicht findet man doch eine. Und dann noch das A und dahinter noch ein gerundetes A, A. Und bei den hinteren Vokalen auch wieder ungerundet, gerundet. Jetzt sind plötzlich die ungerundeten Varianten exotisch. Vorne waren die ungerundeten wenig exotisch und die gerundeten etwas exotischer. Jetzt ist es genau umgekehrt. Und das ungerundete U, was wie ein umgekehrtes M aussieht, U, im Japanischen wichtig. Dann das gerundete U natürlich. Dann haben wir das ungerundete O. Das sieht aus wie so ein kleines Gamma. Und dann im O, das ungerundete, also dann haben wir das gerundete A und die ungerundete Variante A. Also A, 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 A. Und im Englischen braucht man das. Klump und so. Und dann haben wir nochmal verschiedene A's. Das ungerundete hintere A und dann die gerundete Variante A. Ja, und die mittleren Vokale, die Zentralvokale, sind schon sehr exotisch. Im Rumänischen brauchen wir das I, das die gerundete Variante I, kenne ich nicht, weiß nicht, wo die vorkommt. Die grauen sind dann etwas tiefer. Ja, das Einzige, was wir da noch brauchen, ist das Schwa in der Mitte. Das umgedrehte E, was da ganz in der Mitte ist. Das brauchen wir im Deutschen und im Französischen. Das im Englischen ist das auch. Ja. Die anderen sind schon sehr exotisch. So, dann haben Sie noch dieses Omega. Das ist ein etwas tieferes und zentralisierteres U. Das gibt es im Deutschen. Ne? In Mutter zum Beispiel. Mutter im Vergleich zu Mut. Mut ist das normale U und Mutter ist dieses etwas zentralisierte U. Also U und
Und das gleiche gibt es nach vorne. I und I. Ja. I und I. Ja. Also. Miete, Mitte. Miete, Mitte. I, I. Ja. Und das ist das Große. Da gibt es auch eine gerundete Variante. Ö. Ja. Also. Hüte, eine Hüte, Hüte, Entschuldigung, Hüte und Hütte. Hüte, Hütte. Hüte, Hütte. Ja, also wie gesagt, da gibt es noch ein paar exotische Laute und das Deutsche ist so eine Sprache mit exotischen Lauten. Allerdings ist das natürlich hier immer nur eine Näherung. Im Deutschen ist das alles noch viel komplizierter. Im Deutschen ist das U relativ weit vorne, im Gegensatz zu den romanischen Sprachen, also auch das gerundete U. Es sind hier ein bisschen idealisierte Plätze. So, hier nochmal eine andere Tabelle, wo ich jetzt mal die deutschen und englischen Bezeichnungen kombiniert habe, weil Sie ja vielleicht die deutschen Bezeichnungen auch wissen wollen. Da haben wir halt die Bezeichnung vorn, zentral, hinten. Und dann haben wir für die geschlossene Vokale wird auch oft hohe vordere Vokale gesagt, also hoch. Neben geschlossen, dann gibt es fast geschlossen, das ist dieses I und Ü in Hütte und Mitte. Dann haben wir die halbgeschlossenen, da sind wir beim E. Also spricht man auch von mittleren Vokalen, also E und Ä sind mittlere Vokale, also halb geschlossen, halb offen. Dann haben wir die offenen Vokale A und A und dieses das hellere A, was wie AE geschrieben wird, ist fast offen. Ja, gut. Genau, das heißt, wir haben zwei Parameter. Das eine ist eben sowas wie Höhe und Tiefe, beziehungsweise geschlossen offen. Und das andere ist vorne, Mitte, hinten. Und dann haben wir noch gerundet, nicht gerundet. So, jetzt haben wir uns also angeschaut, wo die Vokale artikuliert werden. Jetzt können wir uns auch anschauen, wie sie akustisch aussehen. Und das macht man mit sogenannten Sonogrammen. Und da sehen wir ein solches. Da sehen wir die Frequenzen, die messbar sind, wenn man Laute äußert. Und dann sieht man eben, es gibt mehrere Frequenzen, die zu hören sind. Beziehungsweise hier zu sehen sind, die gleichzeitig da sind, wenn man so einen Vokal artikuliert. Da haben wir das I, das U und das A. Das sind allerdings möglicherweise nicht deutsche Vokale, sondern anderssprachige, vermutlich englische, weil noch diese Grafik englisch ist. Und ja, da sehen Sie die Frequenzen und an bestimmten Frequenzen wird es etwas dunkler. Da ist also besonders viel zu hören oder zu sehen. Sie sehen beim I sehr schön, also unten, beim U ist auch unten viel zu sehen. Erst beim A, beim offenen Vokal, ist das ein bisschen höher. Und dann ist mal so ein bisschen hier Pause und weiter oben sieht man wieder was. Diese jeweiligen starken Ausschläge werden als Formanten bezeichnet und durchnummeriert. Der unterste ist der Formant 1 und darüber ist der Formant 2. Und wie die Formanten verteilt sind, daran kann man sehen, welcher Vokal gerade artikuliert wird. Und typischerweise für den Vokal I ist halt, dass wir niedrigen Formant 1 haben und dann der Formant 2 erst nach so einem freien Feld kommt. Während beim U, Formant 1 und Formant 2 dicht zusammen sind. Das ist auch beim A der Fall, aber insgesamt sind Formant 1 und Formant 2 etwas höher. Ja, und jetzt habe ich hier eine Darstellung, wo man die Verteilung der Formanten, also die Lage der ersten zwei Formanten halt nochmal schematisch versucht hat darzustellen. Und wir erkennen auch wieder so eine Art Vokaldreieck, nur dass das jetzt etwas anders aussieht.
Das ist der Formant 1 auf der X-Achse, der Formant 2 auf der Y-Achse. Und dann erkennt man wiederum ein Vokaldreieck, aber das liegt auf der Seite. Da hinten ist das A. Hier haben wir I und U. Ja, das heißt also, auch akustisch können wir so ein Dreieck aufzeichnen. Das Vokaldreieck oder Vokaltrapez ist eben nicht nur artikulatorisch begründet, sondern eben auch akustisch begründet. Das finde ich schon sehr eindrucksvoll. So, für die Musiker unter Ihnen hier nochmal die Lage der Mitte, der Mitten der Formantenbereiche der Vokale im Notensystem. Also ich bin nicht Musiker genug, um das wirklich nachvollziehen zu können, aber das sind ungefähr die Töne, die da zu hören sind, wenn man die Vokale entsprechend akustisch analysiert. Nur der Hauptformant oder Nebenformant jeweils. Ja. Gut, also das nur zur so ein bisschen Effekttascherei. Ich habe das, ich sage jetzt mal, im Internet gefunden und wollte es Ihnen doch wenigstens zeigen, weil das vielleicht für Musiker bei Ihnen irgendwie inspirierend ist. Ja, wir kommen dann zu den Konsonanten. Hier haben Sie wieder das internationale phonetische Alphabet. IPA kann natürlich auch internationales phonetisches Alphabet heißen, aber das ist eigentlich das internationale phonetische Alphabet der Internationalen Phonetischen Gesellschaft, also International Phonetic Association und deshalb eben IPA. Und das sind jetzt die Konsonanten. Auch da sehen Sie wieder, da gibt es noch so ein paar nicht offizielle, die die so ganz grau sind, auf die man sich noch nicht offiziell geeinigt hat. Steht auch Light Gray Letters, Unofficial Extensions of the IPA. Ja. Ja, die übrigen Konsonanten sind aber die, die man so braucht für die meisten Sprachen zur Beschreibung. Und hier ist die Klassifikation jetzt auch wieder nach der Artikulationsstelle, also wo diese Konsonanten gebildet werden. Und zwar da oben auf der Achse, sehen Sie das? Es geht bei den Lippen los und endet bei der Glottis. Und in den Reihen haben Sie die Darstellung, also Spalten, Artikulationsstellen. Reihen ist die sogenannte Artikulationsart. Artikulationsart soll heißen, wie ist die Art des Verschlusses oder Fastverschlusses, was also das Verhältnis der Artikulatoren zueinander. Da kann also tatsächlich ein vollkommener Verschluss gebildet werden. Das ist in den ersten beiden Reihen der Fall. Bei den Nasalkonsonanten wird irgendwie der Mund, der Oralweg verschlossen, die Luft strömt nur noch durch die Nase. Bei den sogenannten Explosiven, auf Englisch Plosive genannt, ist es so, dass da ein oraler Verschluss gebildet wird, der dann aber wieder geöffnet wird und dadurch der Klang entsteht. Also die ersten beiden Reihen sind die sogenannten Verschlusslaute, wo mit Verschlüssen des Luftstroms, des Weges des Luftstroms gearbeitet wird. Und dann gibt es die sogenannten Frikative, Fricative auf Englisch, hier sind immer die englischen Bezeichnungen, da sind die Artikulatoren so nah, dass so ein Reibegeräusch zu hören ist, wenn die Luft durchströmt. Zum Beispiel oder also es ist kein vollkommener Verschluss da, aber doch eine sehr starke Enge, die dazu führt, dass man halt irgendwie ein Reibegeräusch hört. Ja, dann haben wir noch dann haben wir die sogenannten Approximanten. Das sind Laute, bei denen die Artikulatoren nur angenähert werden, aber nicht so weit angenähert werden, dass es diesen Reibelaut gibt. Also sozusagen die schwächere Variante unseres Reibelauts sind die Approximanten.
Wobei die nächsten Laute, die als Trill, Tap und Flap bezeichnet sind, auch Approximanten sind. Wir gucken uns das nachher noch an, was es damit auf sich hat. Dann haben wir noch sogenannte Lateralfrikative. Das sind auch Frikative, aber sehr exotisch. Und dann haben wir laterale Approximanten. Die sind wiederum sehr wichtig, weil die in vielen Sprachen vorhanden sind. Das sind eigentlich nochmal ein Sonderfall, der gar nicht so richtig zu den Approximanten passt. Der Lateral Flap, den es dann noch gibt, ist auch ein Lateralapproximant im Grunde. So, dann schauen wir uns mal einzelne Beispiele an. Vielleicht erstmal im labialen Bereich. Also da haben wir erstmal Laute, die sind bilabial, da macht man die Lippen ganz zu. Und wie gesagt, die Luft kann vielleicht durch die Nase strömen. Dann haben wir oder die Luft kann nicht durch die Nase strömen, dann haben wir P und B. Der Laut entsteht eigentlich erst, wenn der Verschluss gelöst wird. Deshalb ist das so eine kleine Explosion. Und der deutsche Phonetiker Eduard Sievert hat mal gesagt, das hat die dann Explosive genannt. Das konnte man nicht so gut auf Englisch übersetzen, weil Explosives auf Englisch halt Sprengstoff ist. Und deshalb haben die Engländer, die englischen Phonetiker dann Plosives gesagt. Und weil das Englische so eine wichtige Sprache auf der Welt ist, wurde dann die Bezeichnung Plosive zurück importiert und heute sagen auch viele deutsche Sprachwissenschaftler Plosivlaute, obwohl der Erfinder sie eigentlich Explosivlaute nennen wollte. Also P und B sind da sehr einschlägig, wenn es um die Lippen geht. Aber wir können mal gleich weitergehen in den dentalen Bereich. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Verschlüsse zu bilden und wieder zu lösen. Da haben wir T und D. T und D. Beziehungsweise, wenn die Luft durch die Nase weiterströmen kann, dann M. Ja. Gut. Frikative dann. Bilabiale Frikative sind sehr selten. Sch und Ö. Und dieses Ö, dieser stimmhafte Frikativ, den gab es wohl mal im Lateinischen. Den stimmlosen Frikativ, den gibt es in Norddeutschland als Variante, und zwar bei dem Wort Schwester, Schwester. Da gibt es Sprecher, die also keinen labiodentalen zweiten Laut bilden, die sagen also nicht Schwester, sondern die sagen Schwester. Also da strömt die Luft zwischen den Lippen durch und der Laut ist dann stimmlos. Schwester. Schwester. Fällt mir schwer. Schwester. Bin ich norddeutsch genug. Ja. Gut. Auf die Approximanten kommen wir später, beziehungsweise auf die in der ersten Reihe kommen wir später. Der Trill dort, das ist... Na, also dieses großgeschriebene B. Da sehen Sie schon, der normale Trill ist halt tatsächlich der an der Zungenspitze oder hinten das großgeschriebene R und in der Spalte Uvula. Ja, gut. Den Tap kennen Sie jetzt im Englischen, das ist dieses kurze englische R. Wo einfach nur einmal die Zunge in Schwingungen versetzt wird. Great oder Floor. Oder das schöne Wort Iron. Iron. Eisen, was viele Deutsche falsch aussprechen, weil in der englischen Orthographie das R an der falschen Stelle steht. Und das R gehört eigentlich vor das N. Iron. Und in mittelalterlicher Schreibung hat man das mal anders geschrieben und jetzt sagen Deutsche immer gerne Iron, aber es heißt Iron. Also E, also I, dann kommt dieser zweite Vokal, den man nicht so genau hören kann, das ist also dieses Schwarm, was wir vorhin hatten. Dann kommt das R und dann kommt das N. Im britischen Englischen wird das R dann weggelassen, also nur noch Iron, wie Ion. Ein englischer Freund von mir heißt Ian, also I-A-N geschrieben. Und er sagte, in Deutschland ist das immer furchtbar, die Leute nennen ihn immer Eisen. Also Ian, I-A-N, das sieht dann in Deutschland, denkt, es wird Iron ausgesprochen, aber Iron ist Eisen. Britisch, Englisch, amerikanisches Englisch. Iron, mit dem R
von dem M. Das ist dieses kurze R. Das heißt Tap oder Flap auf Englisch, weil halt die Zunge nur einmal so eine Vibration von sich gibt, was eigentlich dann keine Vibration mehr ist. Trill ist eigentlich die richtige Vibration, deshalb heißt auf Deutsch, das ist eigentlich auch nicht Trill, sondern Vibrant. Vibrant, ja, das ist genau diese Reihe, das Zungenspitzen-R und das uvulare R, wo irgendwas vibriert. Ja, vibrant. Ja, beim Tap ist so eine Grenzsituation, wo es dann nicht wirklich vibriert. So, ja, dann überspringen wir mal die lateralen Frikative sind halt auch Frikative, nur da entsteht die Reibung nicht nach vorne raus, sondern zur Seite. Also, oder stehen wir auf, oh, 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 oder, oh. Na, stimmlos. Kennt man aus so walisischen Ortsnamen. Ne? Da kommt das vor. Gibt diesen längsten Ortsnamen, der längste Bahnhofsname der Welt. Genau. Den ich Ihnen jetzt aber nicht vormachen kann. Ich bin da zwar mal gewesen, ich bin da extra ausgestiegen aus dem Nachtzug. Musst du dann eine Stunde an diesem Schild verbringen, was man innerhalb von 2 Minuten abfotografiert hat, in allen Positionen, weil dann der nächste Zug erst eine Stunde später fuhr. Ja, damals konnte ich den auch noch aussprechen, aber das ist jetzt vorbei, aber da kommen eben solche exotischen Laute vor. Wir kennen aber auch Laterale, also auch in den weniger exotischen Sprachen gibt es Laterale, nämlich laterale Approximanten, das sind keine Frikative, sondern da werden die Artikulatoren nur angenähert und die Luft strömt durch. Also der Frikativ, da hat man so eine Reibung. Das ist mit der Reibung. Ist halt ohne die Reibung. Da Lateral Approximant steht da. Lateral Approximant oder einfach nur lateral. Normalerweise haben wir nur den einen, dann ist das nicht so schwierig. In romanischen Sprachen, wissen Sie, gibt es auch noch einen Palatalen, das ist das Lie, was wie so ein umgekehrtes Y geschrieben wird. Manche denken, das sei ein Lambda, ist aber ein umgekehrtes Y. Beim Lambda ist der Hals zur anderen Seite gedreht. Ja, das sind immer so die trickreichen Sachen. Ja, Lateral Flap, das ist so ein Laut, den kann ich Ihnen nicht vormachen, glaube ich. Also, man darf nur einmal schwingen. Also ich darf nicht sagen, sondern ich muss ein bisschen kriege ich es vielleicht hin. Ist aber auch sehr exotisch. So, Sie sehen im Bereich dental, alveolar, palato-alveolar gibt es eine Unterscheidung, vor allen Dingen bei den Frikativen. Und da haben wir verschiedene Laute, da haben wir nämlich ganz vorne dentalen Bereich und da ist die Zunge unter den Zähnen und da reibt dann die Luft. Dann haben wir die Zunge etwas hinter den Zähnen an den Alveolen und dann haben wir die Zunge noch weiter hinten, nämlich unter dem harten Gaumen hinter den Alveolen und dann gibt es natürlich noch mehr Laute, die hier eben leider nicht drauf sind. Also Sie sehen, die Liste ist kaum vollständig. Nämlich, es gibt auch noch zwischen alveolar und palato-alveolar manchmal Laute, postalveolare Laute im Spanischen zum Beispiel, im europäischen Spanischen. Da gibt es eben auch noch mit das S ein bisschen zurückgezogen, so sch, sch, aber das ist dann noch nicht sch, sondern ein bisschen dazwischen. Manche exotischen Sprachen haben die alle drei. Die haben sch, sch und sch, auch das Baskische zum Beispiel. Das ist dann schon schwierig zu unterscheiden. Sch, sch und sch. Ja. Gut. Dann haben wir hier die Spalte Retroflex. Die ist natürlich auch sehr exotisch.
Im Sardischen zum Beispiel, beim Retroflex ist es bei Retroflex wird die Zungenspitze nach hinten geklappt und dann der Laut gebildet. Also d, d. Und dann n, das ist das N dazu. Aber wie gesagt, im Sardischen gibt es nur d. Ging natürlich auch stimmlos, aber im Sardischen gibt es nur d. Da kann man gut unterscheiden. D, d, im Gegensatz zu d. D ist nicht Retroflex, d ist Retroflex. Klingt ein bisschen dumpfer. Retroflex R gibt es in manchen Sprachen, aber das kann ich Ihnen nicht gut vormachen. Ich kann natürlich auch noch Retroflexen lateral bilden, aber ist auch eher selten. So, dann kommen wir in den palatalen Bereich. Wenige Überraschungen. Das palatale N oben, nje, nicht zu verwechseln mit dem W-Laren, da kommen wir gleich noch drauf. Nje, da ist der Fuß vorne, ist natürlich in vielen romanischen Sprachen vorhanden, ne? Auch im Französischen, auch eine romanische Sprache. Ja, daher kennt man das vor allen Dingen, weil wir ein paar entsprechende Fremdwörter haben. Am bekanntesten für viele Leute ein Problem. Die kleinen italienischen Kartoffelknödel, die heißen Gnocchi, Gnocchi, mit J im Anlaut, Gnocchi. Ja, im Deutschen meistens Gnocchi genannt. Nein, das ist richtig Gnocchi, Gnocchi. Und das ist tatsächlich das Wort für Knödel, was da drin steckt. Das ist nämlich ein bisschen italienisiert worden, aber aus dem Kn, was auch schwierig auszusprechen ist, haben die Italiener J gemacht. Gibt es explosive Palatale? Ch und J. J ist dieses umgekehrte F. Frikative gibt es natürlich auch. Okay, und jetzt kommen wir auch mal in den Bereich der Approximanten. Da sieht man nämlich die Standardapproximanten, wenn es nicht die Vibranten und Laterale sind, sind sogenannte Halbvokale. Da haben wir schon den palatalen Halbvokal. Hier, hier. Palataler Halbvokal. So, der Velare fehlt, das wäre einfach nur ein W. Da ist doch einer, nämlich der ungerundete ist da. Ungerundeter Velare Halbvokal. Wir haben natürlich meistens gerundete und das, der gerundete Halbvokal wird wie ein W geschrieben. Also die Liste ist nicht vollständig, wie Sie sehen können. Ja, im velaren Bereich, wenn wir schon mal da sind, K und G, die entsprechenden Verschlusslaute und den nasalen Verschlusslaut, N, N. Ja, im Englischen, diese Endung ING, da kommt das vor, ING. Manche Varietäten des Deutschen haben das auch, die sagen Zeitung, Zeitung. Ja, also da kommt genau dieser Laut am Ende vor, Zeitung. Andere Deutsche, gerade Süddeutsche, neigen dazu, ein K noch zu ergänzen, sondern Zeitung. Das ist aber nicht korrekt. Zeitung. So. Ja. Dann sind wir im uvularen Bereich und damit wird es wieder exotisch. Außer was das R angeht. Das ist nämlich genau unser R. Das umgekehrte R ist das R, was wir im Deutschen am meisten haben. Dazu gibt es eine stimmlose Variante, die man im Rheinland manchmal hört. Die sagen dann Sport, Sport, Sport. Das ist dieses langgezogene X, eigentlich ein griechisches Chi. Sport, Sport. Ja, und sonst in Deutschland sagt man Sport, Sport, Sport mit diesem umgedrehten R, was zwischen Frikativ und Approximant irgendwo anzusiedeln ist. Uvulare Explosive, das ist eher selten, im Arabischen braucht man. Und den uvularen Nasal, ne, hinten, ne, op, na, nicht velaren, ne, sondern op, ne, ne, ein bisschen weiter hinten. Den braucht man als Assimilationsprodukt im Spanischen vor uvularem, K oder G, wenn danach ein U kommt, wird das N sehr weit nach hinten verlagert.
Ansonsten braucht man das sehr selten. So, dann kommen wir in den Bereich der Glottis. Da interessiert uns vor allen Dingen das H. Das H, das wir da hinten sehen. Stimmlose Variante, die wir im Deutschen auch haben. Es gibt da noch eine stimmhafte Variante. Die wir im Deutschen nicht haben. Und der Laut darüber, nämlich der glottale Explosiv, den wir auch im Deutschen haben, den schreibt man nicht, deshalb ist das vielen Leuten nicht bewusst. Aber im Standarddeutschen wird der gesprochen. Jedes Wort, was mit Vokal beginnt, in der Schriftsprache, hat in der gesprochenen Sprache einen sogenannten harten Einsatz. Das ist genau dieses, was man mit so einer Art Fragezeichen schreibt. Also so ein Bischofsstab eigentlich. Also ein anderer Arbeiter. Das ist ganz typisch für das Norddeutsche. In Süddeutschland, insbesondere in Franken, geht es auch ohne. Aber naja, halt die Frage. Ich hatte neulich so einen Sprecher, der hat irgendwie sowas gesagt wie verabschiedet. Also mein Deutsch würde mir vorschreiben zu sagen verabschiedet. Knacklau. Aber offensichtlich ist das in Franken nicht allgemein üblich. Deshalb kann man sich hier verabschieden. Genau, also, ja, dann gibt es da nochmal sogenannte pharyngale Laute, die ganz hinten gebildet werden. Brauchen wir für einige Dialekte des Arabischen. Die werden ganz hinten im Rachen gebildet. Der wird verengt. Das sind dann also Frikative oder Approximanten. Stimmhaft, stimmlos. Dann haben wir das nochmal epiglottal, aber die kann ich ja leider auch nicht bilden. Damit nochmal praktisch unterhalb der Glottis eine Enge hergestellt. Ganz schwierig. Ganz schwierig. So, fehlt Ihnen noch ein Laut? Ich bin gerne bereit, Ihnen noch andere Laute vorzumachen. Dann melden Sie sich. Also ich weiß nicht, ob ich sie alle hinbekomme, weil manche sehr exotisch sind. Ja. Einen spanischen Laut, ich habe ihn noch nicht verstanden. Ach, das N mit der Tilde, na, das ist ein palatales N. Das hatten wir ja vorhin. Ja, palatales N, das ist mit dem, das N mit dem Schwänzchen vorn. Nje. Ja. Im Spanischen haben wir das, im Italienischen haben wir das. Im Italienischen wird das GN geschrieben. Im Ungarischen haben wir es, da wird es NY geschrieben. So wird es auch im Katalanischen geschrieben. Im Portugiesischen wird es NH geschrieben. Und im Spanischen N mit Tilde. Das ist ja eine Abkürzung für das, was wahrscheinlich auch mal anders, auch wahrscheinlich NH geschrieben wurde im Altspanischen. Ja. Okay, also es war noch nicht exotisch genug, denn das sind nur die sogenannten pulmonalen Konsonanten, also die, die gebildet werden, indem die Luft aus der Lunge strömt. Aber Konsonanten kann ich auch anders bilden. Da muss die Luft nicht aus der Lunge kommen. Und diese etwas exotischen habe ich Ihnen hier mal aufgezeichnet. Das sind nämlich die sogenannten Schnalzlaute, Englisch Klicks, Neudeutsch sagt man auch Klicks, die sogenannten Implosive und die Ejektive. Also die Schnalzlauten dürften klar sein, da bilde ich einen Hohlraum im Mund, das heißt, der Luftdruck kommt direkt aus dem Mund, also hinten geht die Zunge hoch und vorne ist auch ein Verschluss und dann drücke ich und dann löst sich vorne die Zunge und ich habe so ein schnalzendes Geräusch. Das ist dieser Kreis mit dem Punkt. Die laminalen, frikativartigen, schwer. Ja, dann gibt es noch laminal postalveolar abrupt. Ja, also wie gesagt, da gibt es verschiedene sogenannte Schnalzlaute. Die brauche ich für bestimmte Sprachen, zum Beispiel für die sogenannten Khoisan-Sprachen im südlichen Afrika. Also die bekannteste ist eben Hossa. Ja, Hossa. Also X-H-O-S-A geschrieben. Die eben auch direkt in ihrem Namen so ein Schnalzlaut hat. So, implosive
Klingt erstmal exotisch, ist aber gar nicht so schwer. Da wird die Luft eingezogen. Das haben wir in verschiedenen Sprachen Indiens. Also man bildet den Verschluss mit den beiden Lippen, Nilamya, und dann zieht man Luft ein. Das sind also auch keine pulmonalen Laute, weil die Luft nicht aus der Lunge kommt. Allerdings spielt die Lunge auch eine Rolle, weil das Zwergfell die Luft einzieht. Ja. Gibt es noch Palata, das ist F, Nila und so weiter. Das wird immer exotischer, je weiter man dann nach unten kommt. Und dann gibt es noch die Ejektive. Ejektive werden gebildet, indem man die Glottis verschließt und dann den Kehlkopf wie so einen Kolben benutzt. Ja, den Luftdruck dadurch aufbaut, dass man das nach oben schiebt, den Kehlkopf nach oben schiebt. Ich kann es nicht so gut, ich mache es Ihnen aber trotzdem vor. Also, Frikativ kriege ich nicht hin. Naja, also wie gesagt, das ist sehr exotisch. So, ich habe Ihnen nochmal eine andere Darstellung hier gegeben, dieser Konsonanten. Gut, das ist jetzt nicht weiter interessant. Doch, einen Punkt noch. Ich habe noch nicht darauf hingewiesen. Habe ich Ihnen deshalb gegeben, weil hier nochmal die deutschen Termine nicht stehen. Genau, wir hatten vorhin nur die englischen. Da oben drüber sind nochmal verschiedene Artikulationsstellen zusammengruppiert. Also die mit den Lippen zusammenhängen, die labialen, die koronalen. Corona ist eigentlich die Krone. Das ist aber dieser ganze Bereich Zähne, Zahndamm, was sozusagen wie so eine Krone um den Mund bildet. Deshalb koronal. Dorsal sind die Artikulationsstellen, die mit dem Zungenrücken angesprochen werden. Palatal, vela und uvula. Und da, wo die Zungenwurzel involviert ist, da spricht man von radikal. Also die Rachenlaute kann ich nur noch mit der Zungenwurzel bilden. Und laryngal oder glottal sind eben die Laute, die im Kehlkopf gebildet werden. So, dann gibt es noch einige Laute, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Das sind so Mischlaute. Doch, die haben wir schon gesehen bei Pferd. Ne? Das Pferd, der Anlaut von Pferd, ist ein Verschlusslaut, der gelöst wird und dann strömt noch Luft hinterher. Also nicht einfach Pferd, sondern Pferd. Pferd, das wird mit so einem Bogen gemacht, das gleiche Z, Z, Tsch, D und Tsch, D, das ist etwas weiter nach hinten, zum palatalen Bereich verlagerte Varianten mit diesem C, mit dem Kringel und dem Z, mit dem Kringel. Das kann man mit so einem Bogen kennzeichnen. Bei BF macht man es eigentlich immer mit dem Bogen. Bei den anderen Lauten, in anderen Affrikaten, ist es heute nicht mehr üblich, den Bogen zu verwenden, sondern die beiden Teillaute enger zusammenzuschreiben. Und das sehen Sie hier. Das T geht in das S über, das D in das Z, das T in das Sch. Dann spart man sich den Bogen. Man schreibt die einfach enger zusammen. Das ist eine Konvention, eine neuere Konvention der IPA, dass eben, wenn ein Laut sich so aus Teillauten zusammensetzt, dass man dann die Teillaute schreibt und sie dichter zusammenschreibt. Früher wurde da immer der Bogen verwendet. Ja, dann haben wir noch so Laute mit einer Nebenartikulation, also wir haben Laterale zum Beispiel, bei der hinten im velaren Bereich, also die Zunge, die wird noch zurückgezogen bei der Artikulation der Laterale. Das nennt man dann velarisiert. Das ist auch jetzt nicht ganz so exotisch. Das kommt häufig vor in Dialekten oder Akzenten des Deutschen. Leute aus dem Rheinland oder aus Luxemburg, die sprechen so und die sagen dann eben Köln, Köln. Sie sehen das L, es ist einfach ein L, sonst wird hinten artikuliert. Köln. Im Englischen, insbesondere im britischen Englischen, ist das ganz üblich, wenn das L am Wortende steht, muss man das machen. Wenn Sie richtig gut Englisch sprechen, dann sagen Sie bei fühlen, feel, feel, ja, feel. Sie merken, das L, die Zunge wird bei der Artikulation des Ls nach hinten gezogen. Also ganz typisch
für die Artikulation des Englischen oder des Rheinischen oder Kölschen, zumindest Köln, alle, wir kommen alle aus Köln, auch ganz üblich in Luxemburg. Aber auch in vielen anderen Sprachen. Das Katalanische hat zwei Ls, es hat ein vorderes L und ein hinteres L, also Català, sagt man, Català, Katalanisch, also auch velarisiert. Dann die alveopalatalen Frikativen, die sind so zwischen den Alveolen und dem Palatum, ja, also diese Laute mit dem Kringel drin. Ja. Also ist nicht wie, aber eben so ein bisschen weiter vorne. Ja. Und die gerundeten Halbvokale, die ich da noch habe, die fehlten in der anderen Tabelle. Gerundete Halbvokale sind eigentlich auch Approximanten. Da war ja nur das J zu sehen, aber es gibt eben auch noch velare Halbvokale, die gerundet werden. Das ist dieses W geschriebene, U. Im Englischen kennen Sie das, water. In manchen englischen Varietäten gibt es da auch noch eine stimmlose Variante dazu, which. Und im Französischen kennen Sie auch noch die gerundete Variante zum J. Also das J hatten wir, palataler Halbvokal ist das, und das gibt es auch noch in gerundet. Lui zum Beispiel. Lui, er, lui. Ja, genau. Das ist das umgedrehte H. So, ach ja, gut, für die Spanisch-Leute, da gibt es einen gewissen Streit, wie weit das S eigentlich zurückgezogen ist. Ist das nur postalveolar oder alveopalatal oder was auch immer? Da gibt es dann noch verschiedene andere Konventionen. Da wird dann manchmal ein Komma unter das S geschrieben oder so. Sevilla unter das S, aber die offiziellen Zeichen sind eben genau dieses C mit dem Kringel unten drin oder das bei der Stimmmatten-Variante das Z. Ach so, ja, hier kann man noch sehen. Vela. So, jetzt habe ich Sie da durch die ganzen Laute gejagt. Ich denke, das soll mal reichen. Ihnen rauchen bestimmt schon die Köpfe. Das heißt, wir hören dann hier, beenden mal hier unsere Präsentation und können vielleicht noch auf das ein oder andere im Nachgespräch eingehen.